Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Weiblichkeit leben von Laila Bust. Dein Podcast zum Thema Frau sein, Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Ja, hallo liebe Frauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, hier bin ich wieder mit dem Thema oder der Fortsetzung unseres Themas Erotik. Wie lässt sich Erotik in einer längeren verbindlichen Partnerschaft verwirklichen? Wie lässt sich der frische Wind, der zu Beginn in jeder Beziehung weht, auch nach längeren Jahren immer wieder noch auffrischen? Erotik ist das Thema und es geht auch um Gründe, weshalb Erotik in verbindlichen längeren Partnerschaften verdrängt wird. Und ein Grund bzw. eine These, die ich hier in diesem Podcast darstelle und oder erläutere, ist die, dass Erotik unter anderem auch verdrängt wird durch den Gleichmachungswahn. Wie der Gleichmachungswahn die Erotik verdrängt, ist das Thema dieses Podcasts. Dass der Gleichmachungswahn die Erotik verdrängt, ist erst einmal eine provokante These für jede emanzipierte Frau und für die Frauen, die sich tagtäglich dem Mainstream auf Facebook, Instagram und Twitter aussetzen. Die These ist provokant und vielleicht auch im ersten Moment etwas unverständlich. Aber vielleicht bist du neugierig genug, mir dennoch zuzuhören und erfährst neue Aspekte für die Liebesbeziehung, der eigentlich direkt an das Thema des vorangegangenen Podcasts anknüpft. Ein großer Irrtum heute ist, dass die Errungenschaft des Feminismus 1:1 auf die Sexualität übertragen wird. Gleichheit, Demokratie, Konsensbildung, Toleranz sind erhabene und in unserem Kulturkreis selbstverständliche Werte, auf die niemand verzichten will. Werden diese Werte jedoch wortwörtlich ins Schlafzimmer übertragen, hat das ziemlich langweiligen Sex zur Folge. Wird der gesellschaftliche Egalitarismus buchstabengetreu auf die Liebesbeziehung von Mann und Frau übertragen, wird diese enterotisiert und neutralisiert. Aus dem Liebespaar wird Brüderchen und Schwesterchen, die sich lieb an den Händen halten und sich ansonsten gegenseitig in Ruhe lassen. Der Mann auf Augenhöhe, den viele Frauen suchen, wird schnell zum Konkurrenten, mit dem Frau sich Machtkämpfe liefert, wenn eigene Maßstäbe und Werte vom Partner hinterfragt werden. Erotik und Sexualität, ja selbst die Liebe, untersteht jedoch anderen Regeln als eine politisch korrekte feministische Gesinnung, die mit ihrem Gleichheitsanspruch jede Erotik, jedes lodernde Feuer zwischen Frau und Mann erlöschen lässt. Ich will dir auch gleich noch erklären, wieso. Doch zuvor möchte ich erst noch einmal wertschätzen, was außer Frage steht, dass der Feminismus folgenreiche Verbesserungen in allen Lebensbereichen für die Frauen erwirkt hat. Ohne die ökonomische Unabhängigkeit und gesellschaftliche Gleichstellung gäbe es auch keine emanzipierte sexuelle Freiheit für die Frauen. Diese historisch durchgreifenden Errungenschaften gilt es auf alle Fälle zu würdigen. Meiner Meinung nach zeigen sich jedoch heute in der postemanzipatorischen Zeit die sicherlich unbeabsichtigt negativen Folgen, die die Fokussierung des Egalitätsanspruchs auf das Mann-Frau-Verhältnis haben. Ich erlebe heute Frauen wie Männer zunehmend verunsichert in ihrer eigenen geschlechtlichen Identität und in ihrem Rollenverhalten. Junge Menschen haben den Anspruch einer Egalität unter den Geschlechtern, die jegliche Verschiedenheit leugnet. Seit dem 01.01. dieses Jahres gibt es in Deutschland ein drittes Geschlecht, genannt divers. Das ist ein weiterer Schritt zum Erfolg des Gender Mainstreams,
der die Massenmedien dominiert. Es ist also für mich ganz offensichtlich, unsere Gesellschaft soll sich in Richtung Beliebigkeit der Geschlechter entwickeln. Männlichkeit und Weiblichkeit verschwinden in der Vielzahl der Geschlechter und Identitäten und die Eigenschaften von Mann und Frau sind ja angeblich sowieso alle anerzogen. Das Ideal, das propagiert wird, ist der androgyne Mensch und Transgender, der sein Geschlecht nach Belieben ändern und wechseln kann. Dies bedeutet unserer Erfahrung nach die zunehmende Auflösung männlicher und weiblicher Identität und Verhaltensweisen, was zu einer tiefen Verunsicherung von Männern und Frauen führt. Und das Entscheidende für unseren heutigen Diskurs, die fehlende Polarität führt zu weniger Anziehung zwischen den Geschlechtern und die Erotik geht verloren. Bevor ich gleich wieder auf die Paarebene zurückkehre, möchte ich an dieser Stelle doch noch gern einen kleinen Diskurs in unsere gesellschaftliche Entwicklung nehmen. In der klassisches männliches Flirtverhalten immer mehr aberzogen oder sogar gesetzlich sanktioniert wird. Aktives Flirten wie Kussand wird in den Niederlanden neuerdings bestraft, so erst vor kurzem in der westdeutschen Zeitschrift nachzulesen. In amerikanischen Firmen bekommen Männer Abmahnungen für klassisches Gentleman-Verhalten wie Tür aufhalten, in den Mantel helfen oder der Frau den Stuhl hinschieben, da dies sexistisch und diskriminierend sei. Und in Schweden wird sogar die unachtsame Vergewaltigung bestraft, sodass es für Männer, die ohne eine schriftliche Einverständniserklärung mit einer Frau Sex haben, sehr gefährlich werden kann. Das Resultat sehen wir als Therapeuten und Coaches tagtäglich. Deutschsprachige Männer trauen sich fast gar nicht mehr, eine unbekannte Frau anzusprechen, geschweige denn zu flirten. Alleinsein mit einer unbekannten Frau im Aufzug, einem Arbeitszimmer oder ähnliches wird tunlichst vermieden, um eine mögliche Anzeige wegen sexueller Belästigung zu vermeiden. Die zunehmende Auflösung männlicher und weiblicher Identität und Verhaltensweisen führt zu einer tiefen Verunsicherung von Männern und Frauen. Und die fehlende Polarität führt zu weniger Anziehung zwischen den Geschlechtern. Das ist die Entwicklung der Beziehung der Geschlechter, die in unserer Gesellschaft unserer Meinung nach manipuliert wird und die als normal und fortschrittlich gilt. Meiner Meinung nach hat das rigorose oder die rigorose Ablehnung von männlicher Dominanz und Aggression den Mann kastriert in unserem Kulturkreis und ihn seiner männlichen Kraft und Würde beraubt. Dies zeigt sich in Symptomen der Verweichlichung, wenn der Mann Herausforderungen in der Beziehung als lastenden Druck empfindet, Konflikten nicht standhält und aus dem Weg geht und mit seiner Beflissenheit es der Frau recht zu machen, den Zugang zum eigenen Willen und seiner phallischen Kraft verliert. Sein unterwürfiges Verhalten lässt fast ein Unterlegenheitsgefühl gegenüber der Frau vermuten und eine Angst, ihr nahe zu kommen. Das ist zumindest die Klage vieler Frauen, die sich in der alleinigen Bewältigung der alltäglichen Anforderungen überlastet fühlt und die Unterstützung eines Mannes an ihrer Seite vermisst. Immer wieder höre ich von Frauen im Flirttraining, die Männer trauen sich doch gar nicht mehr, uns anzusprechen. Sie stehen da, gucken und halten sich an ihrem Bierglas fest. Ich bin offen und versuche zu flirten, aber die Männer reagieren nicht oder sind verschreckt. In der Angleichung der Geschlechter ist der Mann feminisiert worden und hat dabei seine ureigene maskuline Feuerenergie zunehmend eingebüßt. Er ist zum Nice Guy geworden, wie ihn Björn Thorsten Leimbach in seinem Buch Männlichkeit Leben beschreibt. Ein sanftmütiger Mann, der darauf bedacht ist, es der Frau immer und überall recht zu machen.
Er überlässt der Frau die Entscheidungen, hängt sich an ihre Unternehmungen dran, hütet die Kinder, kauft ein und gießt die Blumen. Doch als Liebhaber scheitert er oftmals, denn ihm fehlt der Mut, eine Frau anzusprechen und zu begeistern. Das Maskuline hat sich hinter dem Femininen zurückgezogen und kommt bei vielen Männern nicht mehr zum Ausdruck. Will die maskuline Energie doch gerade Unbekanntes entdecken und erobern, liebt das Abenteuer und den Wettkampf, das Risiko und die Herausforderung. Sie liebt es, den weiblichen Pol zu begeistern, die Frau mitzureißen und zu erobern. Und je mehr die Frau darauf eingeht und mitspielt, sich ihm hingibt, umso mehr wird das maskuline Feuer gestärkt. Die meisten Frauen wünschen sich dieses zutiefst, weil das ihrer femininen Essenz entspricht. Die Frau möchte gesehen und in ihrem Wesen erkannt werden. Sie möchte begeistert, erobert und mitgenommen werden. Gerade weil heute doch viele Frauen durch die beruflichen Anforderungen sehr stark ihre maskuline Energie leben, haben sie das Bedürfnis, sich in Liebe und Sexualität fallen lassen zu können. Wir machen daher in unseren Single-Seminaren zu Beginn eine recht einfache Übung, oftmals. Während die Frau mit geschlossenen Augen einfach auf einer Decke liegt, auf dem Rücken, tritt ein Mann hinter sie und richtet sie behutsam auf und hält sie dann eine ganze lange Weile in seinen Armen. Die Frau ist dabei eingeladen, einfach nur zu entspannen und sich innerlich immer tiefer in seine Arme fallen zu lassen. Es braucht oft eine gewisse Zeit, bis die Frau sich für diese Art des Kontaktes ganz öffnen und sich wirklich fallen lassen kann. Gelingt ihr dies, ist sie tief berührt und findet dadurch einen tiefen Kontakt zu sich selbst und ihrer weiblichen Energie. So simpel die Übung ist, ist sie für viele Frauen mit einer der wichtigsten Erfahrungen im Seminar, auf die sie schon viel zu lange verzichten musste. Sich in die Arme eines Mannes sinken lassen zu können, von ihm gehalten zu werden, den Rücken gestärkt zu bekommen, ist die tiefe, verborgene Sehnsucht vieler Frauen, so erlebe ich das in meinen Seminaren, die in ihrem Alltag doch viel zu sehr ihren Mann stehen müssen, als dass sie Frau sein können. Daher haben viele Frauen auch heute große Probleme, sich ihrem Bedürfnis nach Hingabe einzugestehen, denn sie geraten in Verdacht, damit das Erbe der Emanzipation zu verraten. Doch sexuelle Liebe ist nicht immer politisch korrekt. Im Gegenteil. Je kontrastreicher die Position der Sexualpartner sind, umso mehr Spannung entsteht. Die Lust lebt von dem Spiel mit ungleichen Rollen und den entgegengesetzten Qualitäten von Eroberung und Hingabe, Führung und Vertrauen. Die weibliche Lust sucht Hingabe in der Liebe. Sie will sich mitnehmen lassen von dem Einfallsreichtum des Mannes, will sich begeistern lassen von seiner phallischen Präsenz, von ihm erobert und genommen werden. Lässt der Mann sich von der Offenheit ihres femininen Herzens und ihrem Vertrauen in ihn berühren, kann die sexuelle Energie zwischen den beiden stark fließen. Die Angst der Frau vor der phallischen männlichen Energie kann sich hier in Neugierde, Faszination und Wertschätzung verwandeln. Die Angst des Mannes, vom Weiblichen verschlungen zu werden, kann sich in pure Kraft, Stolz und Würde verwandeln. Das sexuelle Liebesspiel wird so zu einem Tanz, in dem das Maskuline führt und das Weibliche mitgeht. Das Maskuline und das Feminine sind dabei zwei gleichwertige Qualitäten, die sich gegenseitig bedingen und den gemeinsamen Tanz zur Ekstase vorantreiben.
Beide begegnen sich dabei auf Augenhöhe und sind innerlich frei, ihren Part für das Gelingen des gemeinsamen Tanzes beizutragen. Es gibt dabei kein besser oder schlechter, kein größer oder geringer. Der Machtkampf der Geschlechter sollte in Liebe und Sexualität ausgedient haben. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Frau ihre vulvisch-weibliche Energie vollkommen angenommen hat und genießen kann und der Mann seine phallisch-maskuline. Die Lust, Erotik, liebt ja durchaus gewisse Machtspiele, baut sich ja gerade durch gebieterische Forderungen auf, durch verführerische Dominanz und der Bereitschaft, sich dem hinzugeben, sich auszuliefern. Wer das kategorisch ablehnt, verkennt den Charakter von Erotik und Lust und ist oftmals noch in der alten Opfer-Täter-Geschichte des Geschlechterkampfes verhaftet. Meiner Erfahrung nach verbirgt sich oftmals bei der Frau die Angst dahinter, im sensiblen Bereich von Liebe und Sexualität wieder einmal verletzt zu werden. Vor allem aber ist sie oftmals noch gefangen in dem alten Opfergefühl, dass es ihr nicht erlaubt, sich hinzugeben und sich ganz zu schenken. Der Mann wiederum hält sein kostbares Gut, das er zu geben hat, zurück, seine phallische Kraft. Beide, Frau und Mann, verweigern sich damit, sich in ihrer ursprünglichen Energie dem anderen zu schenken. Und vermeiden so ihr Liebesglück. Die Liebesenergie, die aus dem Tanz der Polaritäten entsteht, versiegt. Das Resultat ist, dass immer mehr Männer heute unter Erektionsstörungen leiden, die Frauen unter Orgasmusproblemen. Da sexuelle Störungen die Liebe und den Sex erheblich belasten und einschränken, ziehen sich beide immer mehr ganz aus Liebe und Sexualität zurück. Verständlicherweise wollen sie sich nicht permanent der Frustration und Scham, die damit verbunden ist, aussetzen und verzichten dann lieber ganz auf das sexuelle Zusammensein. Es ist ja auch viel einfacher und die digitalen Medien sorgen dafür, dass niemand heute ohne sexuelle Befriedigung bleiben muss, auch ohne konkreten realen Partner. Der Gleichheitswahn hat die Lust auf den anderen besiegt. Unsere Single-Gesellschaft macht uns darauf aufmerksam, wie sehr Männer und Frauen sich voneinander zurückgezogen haben, weil sie sich mit der herausfordernden Begegnung des anderen Geschlechts überfordert fühlen. Wollen Frauen heute wieder mehr Liebe und Erotik in ihrem Leben erfahren, müssen sie Liebe und Sexualität vom Gleichmachungswahn befreien und die Angst vor der männlichen Energie in sich auflösen, die meiner Meinung nach viel mit dem Machtkampf mit dem Mann zu tun hat. Dies kann nur gelingen, wenn die Frau einen eigenen innigen Kontakt zu ihrer femininen, vulvischen Energie entwickelt und diese zunächst für sich selbst wiederentdeckt und genießen lernt, um sie dann natürlich später auch im Liebesspiel mit dem Mann einzubringen. Was kannst du also ganz konkret tun, damit die Erotik lebendig bleibt, wenn du schon mehrere Jahre mit einem festen Partner liiert bist? Erst einmal ganz für dich selbst. Lerne dich kennen und entwickle ein nahes und intimes Verhältnis zu dir selbst. Wie du das erreichen kannst, habe ich in verschiedenen anderen Podcasts ausführlich besprochen, zum Beispiel in dem Podcast, wie baue ich ein liebevolles Verhältnis zu mir selbst auf oder in anderen Podcasts über Selbstwertschätzung und Selbstliebe. Auch wenn du in einer Partnerschaft lebst, zieh dich immer auch mal wieder zurück, ganz mit dir selbst. Lerne deinen Körper und deine weibliche sexuelle Energie kennen, in deiner Selbstberührung und Selbstliebe und gewinne dadurch die Selbstsicherheit für dich, für deinen Körper und für
für deine Lust. Mach dir einmal ehrliche Gedanken dazu, was du dir von deinem Partner für konkrete Verhaltensweisen wünschst. Und dann überprüfe, ob du ihm auch die Möglichkeit durch dein eigenes Verhalten gibst. Polarität bedeutet, dass sich Gegensätze anziehen. Wenn du dir zum Beispiel von deinem Partner wünschst, dass er mehr Initiative in eurer Partnerschaft oder Familie zeigt, dann halte dich mal mit deinen Vorschlägen und deinem Vorpreschen zurück. Vielleicht musst du dann anfangs mal ertragen, dass ein Leerlauf entsteht und nichts passiert. Wenn du dir, wie die Frauen, von denen ich aus dem Seminar berichtet habe, wünschst, dass du dich bei deinem Partner anlehnen und auch mal fallen lassen kannst, musst du ihm das auch zutrauen und entsprechende Signale senden. Wenn du wieder mehr Spannung und Erotik in eure Beziehung holen willst, dann flirte mit ihm, wie mit einem Unbekannten. Wirf ihm beim Essen vielsagende Blicke zu, necke ihn, wenn ihr euch unterhaltet, locke ihn mit Gesten und Körper. Fahre über die Lippen, streiche deine Haare zurück. Sende Flirtsignale, wenn ihr zusammen seid. Fass ihn an, berühre ihn, lache mit ihm und spiele oder tobe mit ihm. Damit kommt Freude und Leichtigkeit in euer Beisammensein und auch Spannung und Erotik. Spannung und Erotik kommt auch auf durch Rollenspiele. Einmal ganz bewusst Rollenspiele in die Sexualität mit einbeziehen. Dafür ist es gut, hin und wieder mal die vertrauten Räume zu Hause zu verlassen und sich zum Beispiel in ein Hotel einzuquartieren. Fremde Räume ermöglichen automatisch eine gewisse Distanz, in der dann auch verschiedene Rollen leichter gespielt werden können. Rollenspiele helfen, aus den eingespielten Rollenverhalten mal auszusteigen, die partnerschaftliche Rücksichtnahme und Bezogenheit auf den anderen für die Dauer des Spiels einmal aufzugeben, um bis an die Grenzen der Polarität zu gehen und damit zu experimentieren. Sexuelle Dominanz und Unterwerfung, Aggression und Kapitulation, machtvolle Distanz und Offenheit und Hingabe. Vielleicht bekommst du schon bei den Begriffen Bauchschmerzen und merkst eine innere Rebellion. Vielleicht merkst du aber auch ein Kribbeln der Neugier und Vorfreude, wenn du diese Begriffe hörst. Es kann gut sein, dass es für einige erst einmal Überwindung kostet, diese Rollenspiele anzugehen. Überwindung der Angst, dass diese Spiele verletzen könnten, was unabdingbare Voraussetzung für jede Partnerschaft ist, nämlich Respekt und Achtung. Daher ist es auch wichtig, dass ihr die Spiele vorher besprecht und mögliche Grenzen klar macht, sowie auch den zeitlichen Rahmen festlegt, sodass klar ist, es ist ein Spiel. Ein Spiel, das helfen soll, wieder mehr Erotik in eure sexuelle Beziehung zu bringen. Erotik, die von Abenteuer und der komplementären Beziehung lebt. Komplementär heißt hier verschieden und gegensätzlich und dabei gleichberechtigt. Denn wie das schon an anderer Stelle ausgeführt wurde von mir, entfaltet sich die Erotik in einer gewissen Distanz. Verführung ist das erotische Spiel mit Distanz und Nähe, Führung und Hingabe, Versprechen und Zurückhaltung, ein Spiel mit komplementären Beziehungsrollen. Das bedeutet jedoch, den Egalitätsanspruch und dem Ideal der absoluten Übereinstimmung in der Partnerschaft mal für einen gewissen Zeitraum ganz bewusst beiseite zu lassen. Ja, und wenn du das mal mit deinem Partner ausprobieren willst, wirst du wahrscheinlich schon in der Vorbereitung bemerken, wie viel Abenteuer und Aufregung das Ganze bringt,
wie viel frischen Wind in eure Beziehung und du vielleicht sogar ganz neue Facetten an deinem Partner erlebst. Ja, und wenn du den ein oder anderen Tipp umsetzen willst, dann möchte ich dir jetzt an dieser Stelle einfach viel Spaß dabei wünschen und ein aufregendes, lebendiges Zusammensein mit deinem Liebsten. So viel zum Thema, wie der Gleichmachungswahn die Erotik verdrängt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen.